Ja, Teil 2 ist halt abgebrochen und ich teile mal einfach noch den wunderschönsten Teil. Also weiter geht's nach Chris 7 Jahre. Das war ja der Satz mit Robert Redford dabei. Liebe ist, wenn dein Welpe dein Gesicht leckt, selbst nachdem du ihn den ganzen Tag allein gelassen hast. Mary Ann, 4 Jahre. Ich weiß, dass meine ältere Schwester mich liebt, weil sie mir all ihre alten Kleider gibt und dann rausgehen muss und sich neue kaufen muss. Lauren, 4 Jahre. Wenn du jemanden liebst, gehen deine Wimpern auf und ab und kleine Sterne kommen aus dir heraus. Also die Augen leuchten, strahlen. Ja, und dann wohl dieser spezielle Augenaufschlag. Den hatte ich wohl früher auch mal, ohne dass ich mir dessen überhaupt nur im geringsten bewusst war. Ich lese es nochmal, weil es einfach so schön ist, ja, mit den Sternen, das Strahlen, das Leuchten. Wenn du jemanden liebst, gehen deine Wimpern auf und ab und kleine Sterne kommen aus dir heraus. Karen, 7 Jahre. Liebe ist, oder Karen, wie auch immer. Liebe ist, wenn Mama Papa auf der Toilette sieht und sie nicht glaubt, dass das eklig ist. Mark, 6 Jahre. Du solltest wirklich nicht "Ich liebe dich" sagen, es sei denn, du meinst es ernst. Also es sei denn, du meinst es ernst. Aber wenn du es ernst meinst, solltest du es viel sagen. Die Leute vergessen. Jessica, 8 Jahre. Und jetzt ein 4-jähriges Kind, dessen Nachbar war ein älterer Herr, der kürzlich seine Frau verloren hatte. Als der kleine Junge den Mann weinen sah, ging er in den Hof des alten Herrn, kletterte auf seinen Schoß und saß einfach nur da. Als seine Mutter fragte, was er dem Nachbarn gesagt habe, sagte der kleine Junge: "Nichts. Ich habe ihm nur beim Weinen geholfen." Nehmen Sie sich jetzt 60 Sekunden Zeit und veröffentlichen Sie dies. Wen es anspricht, teilt es doch ruhig. Teilt es mit, damit andere es sehen und ich ergänze mal und fühlen und spüren können. Und dann sei heute wieder wie ein Kind in diesem positiven Sinne. In diesem Sinne mit dieser Art von Weisheit, von Liebe im Herzen, von Unbeschwertheit, von fröhlich, frei, neugierig auf das Leben im Leben, voll Vertrauen im Leben, in das Leben. Das ist nicht einfach im Moment in dieser Zeit, aber diese Qualität ist total wichtig. Wieder wie ein Kind zu sein, bedeutet ja nicht, verantwortungslos zu sein. Natürlich tragen Kinder, kleine Kinder, diese Verantwortung so noch nicht. Aber die nehmen ganz andere Verantwortlichkeiten ja auch schon.